Servus, herzlich willkommen. Wir müssen uns beeilen. Ich bin spät dran zum Vorstellungsgespräch im SEMS. Ja, das war jetzt etwas. Dumm. Gelaufen, sage ich. Na, ich habe in 5 Minuten eingestellt. Okay. Tastenzuweisung hat nicht geklappt. Macht aber nichts. Ja, kurz ins Bad. Ah, jetzt. Ah, auf geht's. Es ist auf jeden Fall einiges los auf dem Server.
Alter, warum?
dann fahren, Tanne drin. Ja, das ist. Ja? Ich war richtig. Guten Abend. Mahlzeit. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hin, die kann nichts, Alter. Kommt lieber zu dem Typen hier drüben. Wow.
Kommen Sie euch näher. Okay. Mit Y noch nicht, wie meist alles. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Ich hatte eigentlich einen Termin für 20 Uhr zum Vorstellen als Paramedic und habe mich aufgrund des Verkehrs ein bisschen verspätet, leider. Ja. Haben Sie gerade mal einen Namen für mich? Cohen. Charlie Oscar Whiskey Alpha November. Aus alternativen Taylor auch als. Okay, können Sie mir gerade mal Ihren Ausweis zeigen? Selbstverständlich. Gabriel Wolf und Kira, Vega. Die in Dienstleitstelle. Hi. Ich habe aktuell hier keinen mehr unten. Ja, genau. Mal kurz. Bruder Burkisch. Alles klar, ich bin jung. Ich danke dir. Ciao. Ich bin ein junger Typ, okay. Alles klar, dann haben Sie hier Ihren Ausweis wieder. Vielen Dank. Und dann können Sie einmal da hinten in der runden Ecke Platz nehmen. Direkt hier, ja? Genau. Gut, vielen Dank. Hallo. Gerne. Claire, Alter. Hallo. Bruder. Ja. Yeah. Da sitzen wir und warten. Ganz schön was los hier.
Jedenfalls immer vernünftig angezogen hier, ja? Das sieht doch gut aus. Und warten jetzt, wie gesagt, auf den Termin. Ich bin mal gespannt. Hallo. Hallo, ein wunderschönen. Wie hat sich für den Außendienst beworben? Ich habe mich für den Außendienst beworben, das ist richtig. Ich habe, also draußen war ja ein Verkehr und dann waren noch Straßen gesperrt. Alles gut, aber da wollen wir keine Zeit mehr verlieren, da kommst du direkt mit, ja? Jawohl. Haben ja eine gute Begründung. Ja, Katastrophe. Aber Straße gesperrt. Aber um mich schon mal vorzustellen, ich bin Medical Director Wyatt Johnson im Paramedic-Bereich. Und dort oben finden wir gleich einige andere Bewerber, sowie einen anderen Medical Director für den Paramedic-Bereich, Louis Wilson, sowie zwei Ausbilder namens Nick Wilson und Christian Reed. Ja, ich muss gestehen, das ist, ich hatte seit Jahren kein Vorstellungsgespräch mehr. Ich bin ja schon ein bisschen nervös heute. Alles gut, das läuft bei uns meistens ein bisschen anders ab als bei anderen. Okay. Mit dem Doc draußen fährst, es kann ja auch gut sein, dass du sagst, es hat dir super viel Spaß. Und stellen Sie sich gleich einfach mit dem Kreis dazu. Ja? Alles klar. Da bin ich wieder. So, der Herr. Guten Abend noch. Ja, es tut mir leid. Bin im Verkehr stecken geblieben. Kein Problem. Wie ist denn Ihr Name? Cohen ist mein Name. Paul Cohen. Paul Cohen, da habe ich. Okay, Herr Cohen. Sie haben an sich nicht so viel verpasst. Wir haben uns einmal erstmal ein bisschen vorgestellt untereinander. Und ich habe einmal ganz kurz die Aufgaben unserer Paramedics einmal erklärt. Das bedeutet, am besten stellen Sie sich auch noch einmal vor. Erzählen Sie mal ganz grob, wo Sie herkommen, was Sie da gemacht haben. Ja. Seit wann Sie hier auf der Insel sind und was Sie hier gemacht haben. Und natürlich wollen wir wissen, warum Sie denn zu uns überhaupt möchten. Jo, gut. Mein Name ist Paul Cohen. Ich bin jetzt 44 Jahre jung. Bin seit ungefähr einer anderthalb Woche auf der Insel. Hat noch so jobmäßig hier noch nichts gemacht. Meine Ausbildung durfte ich komme aus Kanada. Meine Ausbildung durfte ich in der University of Quebec absolvieren als Bachelor of Nursing. Hab dort 3 Jahre gearbeitet in der Notaufnahme quasi. Bin von dort nach Iqaluit, das ist ein Stück nördlich, eine kleine Stadt, gezogen ins Kikitani General Hospital und dort war ich dann gute 13 Jahre und dort auch als Paramedic und in der Notaufnahme, das ist dort kombiniert, das ist eine kleine Rettungsstelle mit einer Notaufnahme tätig. Ja, und ich wollte halt beruflich einfach daran anknüpfen, sag ich mal, ja, und hier einen Neustart machen quasi. Das so kurz zu mir. Alles klar. Okay. Was unsere Aufgabe hier ist, Paramedic-Bereich und Feuerwehr, ist Ihnen so grob bekannt? Ja, ich nehme an, dass das ähnlich ist. Ja, Rettungsdienst und Feuerwehr nehme ich mal an. Ja. Für die gesamte Insel, denke ich. Genau, ne? Also wir kommen als erstes an, wir behandeln, wir holen Unterstützung von den Ärzten, wir bringen die Patienten zum Krankenhaus, übergeben in der Regel hier am Krankenhaus weiter an unsere Kollegen, können aber im Zweifelsfall auch mal selbst behandeln, wenn es nötig sein muss, mit ärztlicher Unterstützung. Ebenso natürlich Brandbekämpfung, Umweltschädenbeseitigung, Verkehrsabsicherung etc. Berg- und Wasserrettung gehören ebenfalls zum Job dazu. Sehr verkürzt. Aber dann muss ich nicht exakt nochmal dasselbe reden. Okay. Gut.
Janice, möchtest du einmal ganz kurz erklären, was, wie die Ausbildung bei uns abläuft? Ja, ihr beginnt alle als Paramedic Trainees. Dort bitte etwas lauter reden. Noch lauter, danke. Okay. So, besser? Ja, besser, ja? Danke. Okay. Ja, ihr beginnt alle als Paramedic Trainees bei uns. Das heißt, ihr durchlauft eine mindestens einwöchige Zeit. Manche halt schneller, manche ein bisschen langsamer. Das ist aber auch gar kein Problem. Ja, jeder nach seinem eigenen Tempo, wie er kann. Um dann danach in den Paramedic Junior einzutreten. Dort erhaltet ihr dann weiterführende Ausbildungen wie Leitstelle und halt dann auch die Feuerwehrausbildung und könnt euch dann natürlich auch zu weiteren Sachen später einschreiben, also zu weiteren Aufgabenbereichen, heißt Helikopterfliegen zum Beispiel. Und ja, wenn wir dann im Prinzip denken, dass ihr soweit seid, dann geht es schlussendlich in den vollwertigen Paramedic rein. Paramedic Firefighter. Um es kurz zu fassen. Genau, sehr kurz. Bei mir wäre es dreimal so lang gewesen. Ne? Also, die Ausbildung geht hier vor allen Dingen praxisnah. Ne? Das ist uns ganz wichtig. Wir haben hier nicht allzu viele. Ihr müsst hier keine Stunden vor dem PC sitzen, euch irgendwelche Akten durchlesen, etc. Es wird hier alles mündlich und an praktischen Beispielen beigebracht. Es gibt keine größeren Fachbegriffe, die man sich merken muss. Wir versuchen, das alles in Umgangssprache zu halten und auf ein angenehmes Niveau, kann man grundsätzlich sagen. Pi mal Daumen, ne, sagt die Kollegin schon, ist die Trainee-Zeit nach 1 bis 2 Wochen abgeschlossen und die insgesamte Ausbildung bis zum vollwertigen Paramedic Firefighter dauert in der Regel um die 6 bis 8 Wochen. Das ist echt abhängig davon, wie viel seid ihr da, zu welchen Zeiten seid ihr da. Aber lasst euch bitte von keinerlei Zahlen irgendwie einschränken. Es gibt hier keinen, ihr müsst fertig werden, das existiert halt nicht. Ne? Also da braucht man keine Sorgen haben. Okay. Gibt es bis hierhin erstmal noch Fragen, einmal zu unserem Tätigkeitsfeld, beziehungsweise auch wie die Ausbildung abläuft? Zu den Punkten kommen wir gleich, das kann ich aber so schon mal verneinen, was du gerade gesagt hast, das ist so schon mal nicht korrekt. Genau, okay. Hattest du gesagt, dass du in der Anfangszeit hauptsächlich mit Supervisern fahren, also mit sehr erfahrenen Kollegen? Genau, also richtig, deswegen dauert es auch dreimal, ich habe gedacht, irgendwas hast du verschluckt. Die Einstellung fängt mit einer 2-stündigen Einweisung an. Ja, mit unseren Supervisern. Die zeigen euch einmal das Krankenhaus, grob, das ist hier der PC. Ja, hier kriegt ihr Klamotten, eure Dienstnummer zuweisen, euch das Fahrzeug mal zeigen, das ist ein Trage. Und hier, guck mal, die Medikamente haben wir. Funkcodes, Aushändigen, wie nutzt man das Funkgerät? Solche Kleinigkeiten, die grundlegendsten Basics, die ihr wissen müsst, um auf dem RTW zu fahren. Nach diesen 2 Stunden könnt ihr jederzeit ganz normal in Dienst kommen. Ihr fahrt dann mit sehr erfahrenen Kollegen, das sind unsere Supervisor, oder mit voll ausgebildeten Kollegen, ja, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, zeigen, wie es geht, fragen, wo euer Wissensstand ist, euch die Fragen beantworten und ihr sitzt direkt mit auf dem RTW und behandelt direkt mit denen. Das heißt, ihr reicht denen die Materialien an, könnt Fragen stellen, je nach Lage. Ja, und je mehr ihr könnt, desto umgedrehter werden die Positionen. Das heißt, euch reicht der Supervisor nur noch die Sachen an und guckt eigentlich nur noch zu und gibt euch am Ende Feedback. Beim Feedback ist es leider so, bitte weist die Kollegen darauf hin, dass ihr Feedback benötigt. Feedback gibt es in 2 Formen. Einmal in der Akte, das nötig ist, damit wir wissen, wie weit euer Wissensstand ist. Aber viel wichtiger ist das Feedback, was ihr direkt erhaltet. Also, wenn ihr in Einsatz gefahren seid, fragt den Kollegen, hey, kannst du mir mal ausführlich erzählen, was ich richtig und was ich falsch gemacht haben kann? Oder viel besser, hey, passt das so? Hätte ich da noch was verbessern können? Na, das sollten von den Supervisern grundsätzlich erledigt werden. Und eigentlich sollten das auch alle Vollausgebildeten machen. Ich sag's eigentlich, weil es leider hin und wieder vorkommt, dass die Kollegen das nicht tun. Bitte holt euch das Feedback, was ihr braucht, wenn es euch nicht angeboten wird. Gut. Soweit zum Ausbildungsthema.
kommen wir gerne jetzt einmal kurz zum Vertraglichen, was der Herr schon einmal angesprochen sprechen wollte. Grundsätzlich ist der Arbeitsvertrag so, wie bei ziemlich vielen, beziehungsweise allen staatlich finanzierten, naja, Unternehmen, kann man halt uns fast nicht sagen, Behörde meinetwegen, sind einmal 14 Stunden Verträge in der Woche. Diese 14 Stunden werden euch zu je 2 Stunden täglich ausbezahlt. Ob ihr gearbeitet habt oder nicht, ist dabei irrelevant. Das bedeutet, kurz vor Mitternacht kommt immer Geld aufs Konto. Wir zahlen Überstunden. Eine Überstunde ist etwa 70% einer Arbeitsstunde. Das heißt, wer Mathe kann, kann sich's ausrechnen. Wer kein Mathe kann, ist, habt ihr mehr Geld auf dem Konto, habt ihr mehr Geld auf dem Konto. Schön. Kommen wir zum Mindeststundenanteil. Der ist natürlich besonders hoch mit, ist mir scheißegal, wie viele Stunden ihr macht. Das ist absolut irrelevant. Aktuell kann es sein, das ist aktuell nicht so ganz klar, war eine sehr lange Zeit lang so, dass solltet ihr 2 Wochen in Folge keine 14 Stunden erreicht haben, dass euer Gehalt auf 90% zurückgeht, welches ja, nicht so weiter absinkt. Ja, ist es gerade ein bisschen unklar, deswegen erweise ich es euch. Solltet ihr feststellen, hey, ich kriege ein bisschen weniger Geld, wird es wahrscheinlich dran liegen, dass ihr 2 Wochen in Folge die 14 Stunden nicht geschafft habt. Das bleibt aber bei 90%. Das heißt, weißt du, ey, ich schaffe nur 5 Stunden die Woche oder nur 2, vollkommen egal, fragt kein Hahn, kräht kein Hahn nach, ja, dann müsst ihr aber halt lang oder kurze Sicht auch mit 90% des Gehalts leben. Das ist keine große Einschränkung. An sich sollte das eigentlich wegfallen, aber das ist irgendwie ein bisschen, naja. Hat das soweit jeder verstanden oder dazu erstmal soweit eine Frage bis hierhin? Weil... Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ist alles im Gehalt, ne? Hebelt nicht. Auch Gehalt, wie gesagt, Überstunden, das ist auch viele Leute sehr unklar, ist, dass wir Überstunden nicht mit mehr Geld bezahlen, sondern mit weniger Geld. Ihr werdet für eure Dienstleistung, für eure 14 Stunden bezahlt und alles, was ihr darüber macht, bezahlen wir freundlicherweise, wenn man so möchte. Aber dann halt zum geringeren Stundenlohn. Ne, also es kann gerade Gratifikationen geben, wenn wir das möchten, wenn wir zum Beispiel mitbekommen, es war ein besonders anstrengender Einsatz oder eine größere Schadenslage, dann kann die Leitung, also in dem Fall Janice und ich, entscheiden, dass ihr temporär etwas mehr Gehalt bekommt. Und es gibt noch weitere Bonis, wie zum Beispiel, dass wir den LKW-Führerschein übernehmen, dass es Rabatte gibt auf LKW- und PKW-Führerscheine, dass Bootführerschein zu 50% übernommen wird. Und ihr zum Beispiel Führerscheine auch im Dienst während der Dienstzeit machen dürft, wenn ihr vorher die Leitstelle fragt. Das sind so ein paar Bonis, die wir anbieten. Gut, jetzt habe ich gerade ganz schön viel vom Gehalt geredet und Verträge. Zu den Verträgen erstmal nochmal weiter. Wenn mir die Stunden egal ist, achte ich, ja, da geht es darum, dass ihr auch irgendwie überhaupt greifbar seid. Irgendwie überhaupt da. Ja, das bedeutet, wenn ihr länger als eine Woche nicht im Dienst seid, dann bitte ich oder es ist eure Pflicht, euch einzutragen in die Urlaubs- und Abwesenheitsliste. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Kann ihr in der Trainee-Zeit selbstständig nicht eintragen, aber sobald ihr aus der Trainee-Zeit raus ist, kann das jeder. Das ist einfach das Minimum, was ihr bitte tun sollt, damit wir wissen, was mit euch ist. Ja, solltet ihr dort nicht drin stehen und ihr seid länger als 14 Tage nicht im Dienst gewesen, halten wir uns das Recht vor euch zu kündigen aufgrund der Abwesenheit. Ja, im Regelfall ist da nochmal etwa 7 Tage Toleranz. In der Zeit versucht man euch zu erreichen, auf die ihr antworten könnt. Ist aber auch kein Problem, weil wenn man darauf nicht antwortet und man meldet sich irgendwann wieder, kann man jederzeit wieder einfangen. Ja, das geht nur um die aktuelle Not. Ja, seid ihr nicht da, werdet ihr halt nicht weiter bezahlt. Kommt ihr wieder, seid ihr wieder da. Je nachdem, wie groß der Abstand ist, ist das kein Problem. Abhängig, absolut abhängig davon, wie lange ihr weg wart. Aber bitte tragt es euch ein. Wir zahlen euch bis zu 6 Wochen Urlaub und Abwesenheit. Ich denke, damit werden wir die absolut meisten Fälle erledigt haben, dass es da gar nicht erst so weit kommen muss. Das ist kein Jahresurlaub. Das ist das, was ihr eintragen dürft bis Maximum. Ist das wichtig? Das ist also nein.
glaube einfach eine Hülle von Caretaker. Ja. Genau, also richtig. Ihr könnt bis zu 6 Wochen Urlaub antragen. Ja, ist also kein Problem, wenn ihr mal länger weg müsst. Sollte es länger sein, dann seid ihr nach 6 Wochen halt gekündigt. Aber ihr kriegt auch in der Kündigungs-SMS, das kann euch der Daniel bestätigen, jederzeit die Möglichkeit, euch hier einfach wieder zu melden. Sollte die Zeit nicht so lange dazwischen liegen, zwischen Kündigungen, werdet ihr mit alten Rang und alten Gehalt eingestellt. Sollte da natürlich jetzt zum Beispiel 3 Monate dazwischen liegen, dann braucht man erstmal einen Moment, um zu prüfen, passt das Wissen noch, gerade feuerwehrtechnisch, kann sich da immer schlagartig was ändern. Ja, aber der Wiederkommen im SAMS ist kein Problem. Gehaltstechnisch sieht das so aus, das Anfangsgehalt liegt bei $1,450 täglich, während der Trainee-Zeit steigt dann auf $1,522,50, fragt nicht, während der Junior-Zeit. Sobald ihr in der Juniorzeit eure Feuerwehrausbildung abgeschlossen habt, bekommt ihr dann $1,595 und nach etwa 8 Wochen seid ihr voll ausgebildet ungefähr, dann erreicht ihr das Endgehalt von $1,740 täglich. Wer weiterhin mehr Geld haben möchte, muss sich entweder Richtung Ausbildungsschiene Paramedic interessieren oder überlegen, ob er nicht die Arztlaufbahn anstrebt. Nein, Ausbilderschiene, Entschuldigung. Na, also als Ausbilder-Paramedic gibt es natürlich noch weitere Aufstiegsmöglichkeiten. Genau, so, wir haben die Stunden, wir haben die Abwesenheit, wir haben das Gehalt. 2 Jobs, da wird es wieder interessant. Hat aktuell irgendjemand von Ihnen einen 2-Job, beziehungsweise möchte, wenn er hier anfängt, einen 2-Job behalten? Negativ. Ich bin aktuell angestellt noch beim Bauernhof, würde das aber auch kündigen dann. Okay. Sehe ich auch. Also machen wir das Einfache vorweg. Öl, Stein und Gas. Nee. Öl, Stein, Holz, so rum war es, glaube ich. Sind leider nicht vereinbar mit den Arbeitsverträgen. Das bedeutet, die müssen zwingend vorher gekündigt werden. Da gibt es leider keine Möglichkeit, das gleichzeitig zu tun. Okay. Also die Lizenzen abgeben, ne? Ich glaub, okay. Ist das eine Lizenz? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sind Verträge, diese Lizenzen. Ja, ja, okay. Es gibt ja 2 Methoden. Es gibt ja einmal das entweder über diese Verträge, ja, oder zum Beispiel hier diese Ernteerlaubnisse etc. Die Ernteerlaubnisse sind meines Wissens nach weiterhin möglich. Haben wir letzte Woche gehabt. Man muss die Verträge machen, um dort zu arbeiten. Des Weiteren wird eine Lizenz für den Abbau benötigt. Achso, ja, dann vergiss das. Also Verträge, Holz, Öl, Stein auf jeden Fall, das weiß ich, das geht nicht. Ja, okay. Da war eine Frage. Wie sieht das aus, wenn man bei der Church noch nebenbei helfen möchte? Weil es auch staatlich ist. Komme ich jetzt so, das hat nichts mit staatlich zu tun. Also, okay. auch das ist ein Problem. Also, kommen wir ganz einfach dazu. Die Regeln für 2 Jobs sind gar nicht mal so schwierig. SAMS ist euer Hauptjob. Punkt. Okay. Bedeutet, ihr macht hier auf jeden Fall mehr Stunden als in euren 2-Job. Ich würde euch empfehlen, das SAMS dann als 14 Stunden anzupeilen, wenn ihr einen 2-Job haben müsst. Wollt. Es ist nicht Pflicht. Aber es wäre sehr ratsam, wer, wenn ich hier 14 Stunden macht, dem kann keiner ans Bein pissen, wenn er einen 2-Job noch hat. Na, ist ganz einfach. Ihr macht aber auf jeden Fall ungefähr doppelt so viele Stunden hier wie in euren 2-Job. Das heißt, du arbeitest bei der Church, ja, du machst hier 10 Stunden, arbeitest du bei der Church nicht länger als 5 Stunden. Ganz easy. Individuelle Probleme etc. Kann es immer geben, ja, aber wird mit dir gesprochen, das ist dann kein Problem. Gehaltstechnisch ist das so, solltet ihr einen 2-Job haben, kann es sein, gerade wenn das staatlich ist oder staatlich unterstützt ist, dass ihr deutlich weniger Gehalt bekommt von beiden Verträgen. Ja, insgesamt würde sich das trotzdem finanziell lohnen. Allerdings muss man das dann selber wissen, ob man sich diese Arbeit und Mühe antun möchte. Es gibt aber mehrere Dinge, wo man nicht angestellt sein kann, wenn man SAMS arbeiten möchte. Da kommen zum Beispiel die Behörden mit ins Spiel. Bedeutet PD, DOJ, FIB, aber auch berufliche Konflikte. Das bedeutet, Anwalt ist nicht möglich. Ebenso wie die gesamte verruchte Schiene, da würde ihr Onlyfans mit reinspielen.
Richtung Unicorn zum Beispiel. Alles, was in diese Hinsicht geht, ist natürlich bei uns auch nicht möglich. Als Zweitjob. Das ist eine sehr individuelle Sache. Voraussetzung ist euch, dass ihr Zweitjobs einzeln persönlich bei der Leitung anmeldet. Ihr müsst da mit uns einmal drüber sprechen. Wir müssen wissen, was ihr tut. Und dann ist in der Regelfall die meisten Jobs kein Problem. Nein. Für euch zuständig sind die Supervisor allgemein. Das heißt, ihr fahrt, kommt in Dienst und ihr werdet mit irgendeinem Supervisor auf ein Fahrzeug gesetzt. Ihr habt als allgemeinen Ansprechpartner könnt ihr euch natürlich an den Supervisor eures Vertrauens wenden, aber es gibt nicht einen zugeordneten Supervisor für jeden Trainee. Auch für die Juniors. Die Supervisor sind grundsätzlich anzusprechen, wenn man Fragen zur Ausbildung hat oder auch wenn man Probleme mit anderen Personen hat, etc. Aber das kann man gerne alles einmal in der Einarbeitung ansprechen. Das ist ja kein Problem. Zweitjob jeder, dann alles ist ja überhaupt kein Problem. Ich will nur sicherstellen, dass Zweitjobs verstanden ist, dass ihr die einzeln bei uns melden müsst, damit wir auch wissen, wer was macht und dass die Regeln halt klar sind. Ihr macht hier definitiv mehr Stunden. Das ist ja euer Hauptjob. Im Idealfall macht ihr 14 Stunden. Die Jobs, wo ich gerade gesagt habe, wo ihr nicht angestellt sein könnt, gehen halt nicht. Und wichtig ist, wenn ihr bei uns Urlaub habt, also Urlaub ist alles, was ihr als Abwesenheit von 7 Tagen oder länger eintragt, dann ist natürlich klar, dass ihr derzeit nicht in eurem Zweitjob arbeitet. Das heißt, jetzt hier 6 Wochen Urlaub eintragen und 6 Wochen beim Zweitjob arbeiten, ist natürlich nicht möglich. Das ist aber, glaube ich, selbstverständlich. Ich will es einfach nur klarstellen. Sehr schön. Sind weitere irgendwelche Fragen offen? Alles gut. Ja. Das Einzige, was nicht gestellt sind, sind größere Taschen, aber die sind nicht für den Dienst notwendig. Die können für private Zwecke teilweise benutzt werden, wenn ihr Angestellter am Dump seid oder wenn ihr die im Dienst tragen wollt. Die müsstet ihr mit eurem eigenen Geld kaufen, aber ansonsten kriegt ihr alles gestellt, was ihr natürlich für den Dienst benötigt. Echt, mittlerweile ist das so, damals war es noch anders. Ja, inzwischen ist das so, Reed. Ja, Reed, du bist echt also outdated, der Herr. Das ist seit heilige Scheiße, ist das vielen Monaten so. Der war schon lange nicht mehr shoppen, das ist das Problem. Das ist locker seit 8 Monaten so. 7. 7 Monaten haben seitdem letzte Charge Klamotten kam. Ich glaube, das passt so. Ja, gut. Hat denn noch irgendjemand anders irgendwo zu fragen? Oder hast du vielleicht doch noch weitere Fragen? Die sind ja vielleicht doch ganz interessant für alle. Da muss man ja nicht schüchtern sein. Bitte. Perfekt. Okay. Sehr gut. So, weiteres Vorgehen ist ganz einfach. Wir gehen jetzt in die Einzelgespräche über. Diese dauern in der Regel keine 2 Minuten pro Person. Es sind schlichtweg 2 kurze Fragen, die man eben stellt, weil wir sie stellen müssen. Bedeutet, ihr könnt euch gerne hier draußen vor der Tür, ne, da sind ein paar Stühle, stellt euch hin, bleibt bitte alle oben, damit wir euch leichter finden. Ihr seid echt viele, das wäre sonst schlecht. Wir holen euch dann ganz kurz einzeln rein und stellen euch eben die 2 Fragen. Ja? Okay. Wartet bitte draußen. Ja. Fühlt man sich gleich? Ja. Alle schön aufweinen. Fühlt man sich wie in der Schule bei so dem Elterngespräch. Okay. So, und jetzt gehen die Schüler einmal nach draußen und wir wollen mit den Eltern reden. Mhm. Danach gibt es Poroklopse. Was hast du schon wieder angestellt? In Mathe in der 5. Ganz einfach, der Lehrer war schuld. Ja, genau. Das verlangt ja auch von einem Schüler, dass er alle Fächer beherrscht, aber beherrscht dann selber nur 2 bis 3 Fächer. Und 3 ist der. Ja, ne? Mich auch. Ja.
Ja. Oh, wer hat Minitros bestellt? Der Van dort vorne, der gehört zum Minitros. Muss es, ne? Krass.
Oh, auf jeden Fall noch was zu essen. Ja, da hätte ich fast das Gespräch hier verpennt, sage ich. Ja? Ach Gott, jetzt regnet es schon wieder.
Nee, mag ich nicht. Wollen Sie noch vor mir dann? Oder nee, gehen Sie letzter? Gehen Sie ruhig vor, ich bin ja als Letzter gekommen, das wäre nicht fair. Ah, alles gut. Ist ja so, dass ich schon mal hier war, deswegen ist mir eigentlich alles recht. Ja, nein, aber ich fände das nicht in Ordnung, weil ich habe mich da verfahren, dann war Stau, ja. Katastrophe. Man kennt es in so einer großen Stadt, ja. Ja, furchtbar. Da war noch ein Feuerwehreinsatz, da musste ich nochmal außen rum. Aber es ist manchmal so. Ja. Ja, das stimmt. Genau. Und Sie, Sie waren schon mal hier? Vor circa 4 Monaten. Okay. Habe ich mich auch schon mal beworben. Ich war auch schon Trainee. Aber dann ist was dazwischen gekommen. Deswegen kannte mich Luis auch schon. Ach so.
Mussten sie... Also der Chef. Mussten sie in die Heimat zurück, quasi. Nee, nicht direkt in die Heimat. Ich habe eine Weiterbildung gemacht. Ah, okay. In der Notfallmedizin ein bisschen. Aber eher einseitig Militärbereich. Deswegen, also ich habe sehr viele Tourniquets und Gauges gesetzt und sehr viele Schusswunden versorgt, aber... Ja, das will man ja auch nicht, ja. Also, muss aber auch gemacht werden, ja. Oder Herr Sky? Ja. Ah, okay, dann gehe ich zuerst. Okay, kommst du, Herr Sky. Das ist jetzt die Frage, war das Gespräch real life oder war das, man weiß es nicht. Ne? Würde ja mal interessieren, wie viele Bewerber hier in diesem Roleplay tatsächlich einen medizinischen Hintergrund haben. Aber das werden wir feststellen. Erfahrungsgemäß ist das Medical Roleplay kratz manchmal. Schauen wir mal. Das mit der Bezahlung finde ich ganz gut gelöst, muss ich sagen. Dass man da nicht so gezwungen ist, wirklich... Klar, es ist gut, wenn man viele Stunden macht im Roleplay, aber wenn man mal nicht kann, kriegt man trotzdem Geld. Das heißt, man geht nicht bankrott, wenn man mal keine Zeit hat. Das ist natürlich ganz gut gelöst, muss ich sagen. Das ist auf anderen Servern, glaube ich, nicht so. Hallöchen, der Korn. Hallo. Dann kommst du mal rein. Jawohl. Bei ihm muss ich immer an Kohlens D denken. Okay. Ich hätte noch ein Aqua Fresca. Hallo nochmal. Ja, sehr nett. So eine Art Limonade. Wenn wir jetzt zum PD fahren und einen Aktencheck durchführen, würden wir irgendetwas finden, was mit dem Samstag vereinbar wäre? Nein. So. Okay, dann nur noch eine kurze Statistikfrage. Wenn wir auf einem Einsatz sind, sichern Sie zuerst Ihr Leben oder das des Patienten? Vielen Dank. Im Normalfall geht Eigenschutz vor, ja. Das ist natürlich eine Abwägungssache, ja. Also, ich kenne es, also in Kanada wurde es eigentlich so gehandhabt, dass Eigenschutz vorgeht. Ja. Genau. Eigenschutz geht immer vor. Genau. Dann darfst du dich auch gerne in den Kreis reinstellen. Ja. Versuchen oder ich glaube, wir lösen den einfach auf. Wir holen die einfach wieder zu uns, oder? Ja. Das ist das Einfachste. So, alle Mann wieder aufstehen. Wir bilden den Kreis nochmal. Ich glaube, sonst mit dem Sofa wird das sonst wieder zu eng. Einen schönen Kreis hinkriegen. Es geht so. Es wird eher so ein bisschen enger beisammen wieder. Ja, im Hauch. Okay. Also. Jetzt können wir natürlich nur noch das Spiel spielen, nehmen wir die linke Seite oder die rechte Seite. Oder jeden zweiten oder jeden dritten. Nein, kleiner Spaß beiseite. Wie wir festgestellt haben, haben wir ihnen gar nicht so viele Möglichkeiten gegeben, unseren Bewerbungsgesprächen überhaupt positiv aufzufallen, wie auch negativ auszufallen. Ja, wir stehen hier eher auf die einfach probieren Methode. Ja, das heißt, wir würden ihnen allen die Chance geben, bei uns anzufangen, die Kollegen kennenzulernen, den Job kennenzulernen. Und sollte es für sie nicht passen, können sie natürlich jederzeit einfach wieder gehen. Sollte es für uns nicht passen, werden wir das ihnen mitteilen. Das ist ja kein Problem. Das heißt, wir werden ihnen alle einmal die Chance geben, bei uns zu arbeiten. So. Weiterer Ablauf des Abends sieht ganz einfach aus. Wir fahren jetzt einmal geschlossen zum PD. Werden dort einmal den versprochenen Aktencheck durchführen. Danach werden wir uns noch einmal 5 Minuten über die Einstellungstermine, die finden nämlich nicht mehr heute statt, besprechen, wann sie da sein sollen. Ne?
Ich glaube, soweit dürfte das dann auch alles klar sein. Mhm. Dann würde ich tatsächlich lassen, sagen, lassen Sie uns einmal zu den Fahrzeugen. Dafür folgen Sie uns bitte und am besten nicht verloren gehen. Das wäre das Beste. Nein, wir fahren mit unseren. Wir fahren mit unseren Autos. Nichts passiert. Jetzt war noch eine Herbst übrig, sorry. Oh, was für ein Sauwetter. Super, ja. Das Wetter ist super. Ich hab das nicht bestellt. Das hat keiner bestellt. Da ist mein schöner Pulli gleich wieder komplett durchnässt. Ach. Gibt's Schlimmeres, Mann. Das stimmt. Wenigstens ist es warm. Ey, aber wenigstens haben alle die Chance bekommen. Dann bekommen alle die Chance, ja. Ja, das finde ich sehr gut. Das sagst du nicht überall, Mann. Nee. Gerade nicht in so einem Unternehmen. Ja, ich würde sie alle bitten. Du hast gar keine Tasche auf. Ich bin frech. Ja. Ich geh hier noch rein. Also hier ist voll. Ist hier voll oder ist hier nicht voll? Hier ist es müsste tatsächlich noch eine für Platz geben. Ich nehme drei mit. Irgendwo ist noch ein Platz. Müsst ihr mal schauen. Ah, hier ist noch einer, ja. Einfach nur hier mit. Ich würde gleich das Schlusslicht machen. Ah. Also, passt auf. Ich wollte schon sagen, keine Sorge, ja, ich beiße nicht. Griff hat geklemmt. Wer kennt es nicht? Ach so. So, jetzt sind auch die Effekte auf der Scheibe. Oh, auch eine Technik. Der Punkt.
Gott. Da hat das ein bisschen zu gut gemeint mit der Kurve. Ja, der wird vielleicht ein LKW führen. Mir ist eh schon aufgefallen, hier fahren die Leute sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist so korrekt. Also manche rasen auch einfach durch die Stadt. Deswegen fahren wir so viel wie möglich die Highways und Intercities. Weil das ungefährlicher ist. Ich habe letztens ein Auto gesehen, das ist hier auch entlang gefahren. Es ist abgehoben. Weil es so schnell gefahren ist. Er hat es einfach abgehoben. Ach, so uncool. Jetzt haben wir da gar keinen Platz. Ja, das wird jetzt schwierig. Ja, packen wir auch mal da, ne? Und wir melden uns einmal an wegen dem Nachtcheck. Dann sucht ihr aber voll. Ja, dann auf. Was, Alter! Junge! Aber aus dem Nichts, ey! Aus dem Nichts! Der hat richtig gesessen! Da hat wohl jemand einen Hass. Das ist einfach dumm. Heilige Scheiße, Mann! Und dann noch vom PD. Kommt sich ja was los. Also, falls die Frau hat sich hier zu benehmen, das nichts mehr. Genau, geht mal bitte auf die rechte Seite. Setz dich doch mal vorne machen. Ach du Scheiße, Mann. Mit der Masse mitgehen, einfach mit der Masse mitgehen. Nicht einfach auffallen, einfach mit der Masse mitgehen. Ey, ist doch genug Platz hier. Bin nicht schubsen. Ich hab doch nicht geschubst. Aber das macht im PD immer sehr viel Spaß, wenn hier so viele Leute drin sitzen. Hm.
Ja, ja. So, und wenn man geblitzt wurde, kommt's heute raus. Auch für euch bitte für den Aktencheck einmal vors Büro aufstellen. Wohl. Jawohl. Jede Menge, jede Menge. So, und irgendwer ist der Erste und darf uns schon folgen. Ja, ist so. Ich finde nur die Striche an der Wand fehlen, weißt du? Ja. So, und einmal nach links gucken, yeah. Einmal nach rechts gucken. Du warst jetzt der Tatverdächtige Nummer 4 oder der Nummer 5? Also wenn ihr wollt, kann ich gerne Striche an die Wand malen. Was? Wahrscheinlich hast du auch die Spraydosen dabei, ne? Wer spricht von Spraydosen, Mann? Ah, machst du das mit dem Edding, oder? Nee, Mann. Mit Kokain. Mit Kokain. Ach, die Lines, ja. Nein, Mann. Nein. Braune Autos, weißt du, Mann? Hallo, gar nichts. Gar nichts. Wir sind Verbrecher und müssen gar nichts an der Wand stehen. Ja. Die ernsthafte ist, dass wir angehende Verbrecher sind und schon mal testen wollen. So. Richtig. Ja, bitte natürlich. Der nächste, und wenn ihr fertig seid mit dem Aktencheck, bitte vorm PD warten, ja? Damit wir hier nicht alles verstopfen. Ja, ich dränge mich mal vor. Ja, mach das. Ja. Naja, von so einer Meute kann das PD nur träumen. Da musst du jetzt sein. Oh, heftig. Hallöchen. Moin. Guten Abend. Kommt nicht mal ein Hallo zurück. Doch. Moin. Hallöchen.
Ja, da war die Nase aber sehr hoch, Mann. Okay. Abgehoben. Aber nicht, dass ich gleich einpenne, Mann. Genau. Oh, der hat es eilig. Das sah nach einem Anwalt aus. Bei dem dauert das aber etwas länger, wenn ich mich nicht irre. Verdammte Scheiße, Mann. Ich hab Angst. Und viele Blitzer-Tickets, würde ich mal behaupten. Hier flittert meine Arschbacke. Naja, also bei mir dürfte nichts drinstehen, da ich vorhin erst eine Verkehrskontrolle hatte vom PD. Mhm. Also bei mir kommt nicht viel bei raus. Okay. Nee. Tatsächlich nicht. Lustig, gestern hatte ich das un... Boah, das wäre richtig assi. Lustig, gestern hatte ich einen Unfall mit dem PD. Wer war schuld? Das PD. Okay, immerhin. Richtig. Ja. Naja, in wenigen Fällen ist auch mal der Zivi schuld. Genau. In sehr wenigen Fällen. 1 zu 1000, würde ich mal behaupten. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr legitim. Viel Glück. Und tschüss. Okay. Das war's dann. Der Officer rennt raus. Die Akte war so lang, dass er tschüss gesagt hat, einfach nur. Also hier gibt es sehr viele schöne Orte. Besonders die Garage ist sehr schön. Warst du da unten mal? Der nächste. Oder wüsste ich nicht, nein. Nee? Okay. Glaube ich. Glauben ist nicht wissen. Naja. Müsste, glaube ich, da noch mal ein paar Leute fragen. Seid ihr alle kriminell? Nein. Hallöchen. Das ist genau das, was Kriminelle sagen würden. Ich behalte euch im Auge. Verdammt, hat der eine geile Frisur. Scheiße, rennt lieber alle weg, ey. Die wollen uns verhaften. Nein, Spaß, nächster kann rein. Oder nächste, Entschuldigung. Ladies. Dann geh ich einfach mal vor. Ach, ich hätte ja gesagt Ladies first, aber... Ich hab die Steckdose gegriffen. In die Hose gegriffen. In die Steckdose? Der Herr, der gerade reingekommen ist mit dieser wilden Frisur. Achso. Ach, das meinst du. Vielleicht sind sie mir zu Hause im Badezimmer das Haarspray explodiert. Ja, aber es erklärt immer noch nicht die gelbe Haarfärbung. Das ist alles digital, ja, heutzutage. Kommt jemand da rein? So ein großer Aktenpuffer, so voll mit Akte. Kann sein, dass er eventuell Pikachu gefressen hat oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist von Goku oder so. Yo, Super Saiyajin, Mann. Verdammt! Mit dem möchte ich mich nicht prügeln, Mann. Nee. Obwohl, so ein Turnier wäre echt spaßig. Ich glaube, das wird er gewinnen. Nein, Mann. Ich bin dann Super Saiyan Rose, also er wird ja schon kein Problem haben, Mann. Okay, okay. Ich bin hier schon seit Stunden und rese meine Wunde.
Hey, du fängst jetzt mit irgendwelchen Ohrwürmern an. Nee, hab ich nicht vor. Nee, das wollte ich nicht. Das reicht meistens schon. Das reicht schon. Hat jemand eventuell von euch ein Taschentuch? Leider nein. Nee, leider Verdammt. Nicht. Da muss mein T-Shirt herhalten gleich. Oh oh. Ai, bitte mach das nicht. Mach's aber bitte erst, nachdem du da drin warst. Überleg ich mir mal. Komisch, wenn du da mit einem guten Fleck auf der Brust stehst. Ja. Einfach umkrempeln und von innen. Hast du schon? Oh, lecker. Saftig. Das ist dann auch warm. Ach. Aber ich leider. Obwohl, ich könnte mich eigentlich schnell hier umziehen, Mann. Dann darf einmal der nächste rein. Ja, dann opfere ich mich mal. Nochmal. Verdammt. Ich lasse euch gerne vor, es ist sehr amüsant, wenn Leute hier vorbeikommen. Ja, oder? Kommen nur in der letzten Zeit so wenige. Ich warte auch schon drauf. Ich gucke die ganze Zeit links, rechts, aber irgendwie will hier keiner. Hat sich rumgesprochen, dass wir hier stehen, glaube ich. Ja, die haben Angst vor uns. Mhm. Die laufen alle straight an uns vorbei. Bestimmt so ein konnten extra ignorieren, tun sie uns. Bestimmt so ein extra Weg, so ein Geheimweg. Meinst du? Um hier nicht durchzumissen. Bestimmt, ja. Oh, da kommt jemand. So. Oh, oh. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Mein Gott, guten Abend. Wen sind Sie denn hier so aufgereiht? UC. Sie können sich gerne mit aufrennen. Können die Raken auch nochmal durchleuchtet werden? Ja. Bestimmt. Das muss der Weihnachtsmann entscheiden. Oder die Leute da drin. Mal gucken. Ja, aber der Weihnachtsmann hat doch so eine Naughty-List und. Ja, wenn man da nicht draufsteht, war man halt artig. Ja. Danke denn. Da gibt's nur Kohle. Danke. Also hat er jetzt vergessen, was er machen wollte? Oder war genau das sein Ziel? Ja, ich dachte, das ist interessant, hier stehen zu bleiben. Und ein neues Hobby werden. Wenn draußen mehr Leute vorbeilaufen, wird es auch interessant gewesen werden. Mhm. Frühes Syndrom eines Alzheimers, ja. Oh, verdammt, Mann. Erfolg. Will ich wissen, was er angestellt hat. Oh. Nee, die wollen, die nehmen anderen Weg, die haben keinen Bock. Okay. Sag ja, hier gibt's noch so zwei. Wie sie auch immer so kurz stehen bleiben, gucken und dann weitergehen. Will ich da durch? Nein, ich nehme den anderen Weg. Alles Introvertierte haben keinen Bock. So. Ja, einfach mal kurz abchecken, wer da so rumstehen lässt. Alter. Erstmal PD, gibt es das nicht gegen Lärmschutz? Lärmbelästigung durch Blähungen. Das wär's doch. Da kommt der nächste. Aber grüße Sie, Abendstunde. Grüße Sie, hallo. Oh Gott, ich lieb's. Ey, das könnte echt ein Hobby werden. Japanisch und einfach Chinesisch dann. Ich könnte es jeden Tag machen. Ah. Gibt es nicht nur einen Job, wo wir hier verstehen können? Er verlässt uns. Nein! Nächstes Mal, wenn jemand vorbeikommt, dann sagen wir mal nur Tschüss und nicht Hallo. Nee, musst du. Damit die Leute verwirrt sind. Da sind wir dann hier. Ja, ist auch gut, ja. Damit man die noch mehr verwirren kann. Ging aber schnell durch. Das ging schnell. Der nächste kommt. Dann geh ich mal. Wollen wir ein bisschen aufgucken hier, oder? Hallo, wer kommt zu dir? Ja, wunderschön.
Wie heißt immer? Die Letzten sind die Besten, ne? Oder so? Ja, das ist auch dasselbe wie in einem Bus sitzen. Und auch immer die Coolsten. Kommt immer darauf an, wo der Bus langfährt. Manchmal siehst du einfach gar nichts. Ah, ist ja noch keiner mit den Handschellen weggenommen worden, ne? Da ist noch keiner so schlimmer dabei. Naja, vielleicht kommen die hinten durch den Geheimgang wieder raus und nehmen da die Handschellen dann. Ja, vor SPD aus der Haupteingang raus und dann kommt direkt ein Kopf. Ja. Und, ja, wir nehmen sie mal mit. Und die stehen direkt neben der Tür, sobald du rauskommst, Kalik. Jetzt direkt zum FBI irgendwo hin, wo dich keiner mehr sieht und findet und tschüss bist. Das klingt wie so eine Horrorstory. Man weiß ja nie, ja? Ja, ja, ist auch wieder wahr. Wenn der Stadt was gegen dich hat, wer weiß, ja? Ach ja. Kriegst du deine Henkersmahlzeit. Oh. Also wenn das so weit kommt, ne, dann ist ganz vorbei. Ich weiß gar nicht mal, ist hier im Staat überhaupt die Todesstrafe überhaupt? Weiß ich gar nicht mal. Also so gut habe ich die Gesetze jetzt auch noch nicht durchgelesen. Hängt ja immer vom Staat ab. Hm? Oh, auch wieder wahr. Okay, ich gehe mal als nächstes. Viel Spaß. Viel okay. Erfolg. Nächste, bitte. Bestanden. Ladies nee. First. Jawohl. Du gleich oder soll ich gehen? Das ist egal. Doch, mir auch. Mir auch. Wir kommen ja eh nicht früher weg. Müssen draußen warten. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht hat es ja aufgehört zu regnen. Aber es ist nicht. Ich habe keinen Regen mehr gesehen. Ja. Guten Abend. Hallo. Da grüßt doch nicht jeder hier. Ja. Ist das Gehalt zu hoch? Abgehoben. Ich glaube nicht, dass die Polizei viel mehr verdient. Aber ich weiß es auch nicht. Doch, nee, ich glaube, wenn du anfängst, ist es immer ein bisschen. Also, ich schätze ich mal, das wird immer gleich sein. Ja. Gut, du hast bei der Polizei eine höhere Gefahrenlage. Das wird noch mehr ausbezahlt werden, ne? Das stimmt, wenn man hier sieht, was hier nachts teilweise los ist auf den Straßen. Mit Verfolgung und etc. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ja, wenn wir als Paramedic eingestellt werden, wir haben auch... Der nächste Dorf. Hier ist was los im PD. Gibt's ja gar nicht.
Dann auf. Guten Abend, Sir. Hallo. Ein Mann mit Hemd, der war schon mal hier. Haben Sie einen Perso für mich? Ich war noch nicht hier. Ach. Ja, Perso kommt. Moment. Den gebe ich mal einmal rüber. Das ist Paul Coven. Hoppla. Kannst du mir den nochmal genau geben, bitte? Nochmal geben, ja. Direkt, Herr Coven. Jawohl, so passt es. Paul Coven. Geboren am 5. Juli 1980. Jawohl. Haben Sie eine Telefonnummer für mich? Selbstverständlich. 555? Ja. 35? Ja. 860? Ja. 35860. So richtig. Perfekt, Herr Coven. Dann einmal den Perso zurück und dann war's das. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Super. Der Herr im Anzug war bestimmt schon mal hier. Verrückt das Wetter. Das wird sehr wechselhaft, ne? Ja. Ja, lieber wir jetzt wieder trocken. Wenigstens regnet es nicht mehr. So, dann setzen wir wieder auf und alles weitere klären wir über beim Sams. So machen wir es. Okidoki. Und Sie gesagt haben? Also es wurde drum, dass was passieren, vorhin noch Scherz, aber sie sollten sich einfach. Ich hab nicht mal das Auto gefunden. Ich weiß nicht, ich habe immer die Türen geklemmt. Ich mach gleich wieder Schlusslicht. Das ist gerade sicher für alle Beteiligten.
Das war synchron, Jungs. Das war synchron. Das, so soll es sein. Danke dir. So, wir gehen alle mal nach da vorne hin. Jawohl. Also die Gruppe wurde ja schon stark reduziert. Naja, eigentlich nicht. Das ist noch nee. Tanken oder so. Ich stehe da, wo man die Fahrzeuge mal hinstellt, hier vor der Feuerwache. Also bitte kommt alle her mit den Leuten. Und tanken für etwas, wo nichts an Tank verschwendet ist, ist ja auch ein bisschen übertrieben. Okay, dann hast du eine Niete gezogen beim Autoroulette, wenn dein Tank nicht voll war. Die musst du tatsächlich tanken. Muss man den Tank ja eigentlich selber bezahlen? Nein, hä? Nach Firmenkarte und so, also das ist ja... Also, ja, das keine Ahnung, selbstverständlich. Mann. Da fahrt ihr euch übrigens keine Blitzer rein mit unseren Karren. Und ich meine nicht, weil die Blitzer automatisch aussortiert werden, sondern dass ohne Einsatzgrund nicht zu schnell gefahren wird, ganz klar. Ja. Das glaube ich selbst erklärend, ja. Das würde ich doch nicht tun. Ja. Nee. Niemand tun. Ist eine andere Sache. Trotzdem sieht man das dauernd auf der Straße. Ja. Dass die Leute zu schnell fahren. Tschüss. Also wie habt ihr es denn geschafft, dass ihr nicht mal einen... Ah doch, doch stehen zwei ganze Autos. Und die beide tanken oder was? Die Tanke ist da vorne. Verdammt, Mann, da kommt die anderen. Ja, sorry, ich hab's jetzt erst gesehen. Ich glaube, der Preis Vorform ist ein bisschen zu klein dafür. Ja. So. Alle da, warten wir nur noch aufs Personal, ne? Sieht's aus. Ja, ob die kommen oder nicht, das werden wir sehen. Was nicht, was die machen. Machen wir unterwegs. So, ja. Ja, so, jetzt war es alles noch einfach, jetzt wird es kompliziert, aber kompliziert für mich und nicht für euch. Es geht jetzt einmal darum, die Termine festzustellen. Und du fragst mir nicht ins Ohr. Einmal die Termine festzustellen, zu welchen Zeiten ihr eingestellt werden möchtet. Spoilerwarnung, heute wird keiner mehr eingestellt. Erstmal grundsätzlich vorab, was ist vor der Einstellung zu beachten? Die genannten zwei Jobs, die nicht möglich sind, wie Holz, Öl, Stein, müssen dringend vor der Einstellung gekündigt sein. Ebenso darf 24 Stunden vor der Einstellung keine Stütze bezogen werden. Ja, das heißt, vor dem Einstellungstermin müssen mindestens 24 Stunden nach dem letzten staatlichen Unterstützungsgeldleistung sein. Das ist schon mal so wichtig. Okay. Fangen wir mal an. Also wir werden es auf jeden Fall aufteilen in mindestens zwei Chargen. Das heißt, die ersten Leute könnten morgen um 19 Uhr zur Einstellung kommen. Wer würde das gerne wollen? Ich würde es tatsächlich... Was wäre denn der zweite Termin? Das ist die Frage. Am selben Tag, zwei Stunden später, hätte ich gesagt. Ebenso könnte man dann Mittwoch anbieten. Ja, also entweder morgen 19 oder 21 Uhr, korrekt? Richtig, oder Mittwoch 19 oder 21 Uhr. Mhm. Sei denn, also ich kann bis Sonntag voraussichtlich nur ab 23 Uhr. Nicht da bin. Geht er auch später oder früher? Da, ja. Ja, wir können alles Mögliche einzeln. Wir versuchen jetzt erstmal die meisten Leute auf einen Termin zu bekommen. Also, gut. Einmal mit Namen nochmal melden, wer war? Also Daniel, dich habe ich gesehen. Du wolltest morgen 19 Uhr, ja? Ja, genau. Das wäre super. 19 Uhr, Dienstag. So, wer möchte noch oder kann noch Dienstag 19 Uhr? Der Kevin. Cooler Kevin, cooler Tran da. Ja, hab ich. Hendriksen.
Sag mal. So. Ja. Sonst noch welche? Leute, zeigen noch mehr auf und müsst den Namen melden. Ich kann. Achso, Lea Black. Nicht zuordnen. Bitte? Lea Black. Lea Black. Gab's sonst noch wen? Ja, Shiggy Black. Shiggy Black. Okay, so langsam sollten wir es sein lassen mit 19 Uhr Dienstag oder muss unbedingt noch einer 19 Uhr Dienstag? Ich kann auch. Ich hab keiner mehr gemeldet. Ich kann auch später. Also okay. 21 Uhr. Na, also das sind 5 Leute. 5 Leute ist schon ziemlich viel. Aber ich denke, es ist gerade noch so machbar. Gut. Gibt's Leute, die Dienstag um 21 Uhr möchten? Hm, draußen. Ja, Sekunde. Lass mich hier. Auf 5. Nicht immer, ja. Auf 5. Okay, Dawson habe ich als erstes. Zum Glück ist das gehört. Der linke Arm, ey. Sonst wären wir hier wie auf Sylt, ey. Auf Sylt hier mit Nazi verrollen, weißt du? Eieieiei. Wo ist denn Sylt? Jui, ich finde gut, dass du morgen um 21 Uhr dabei bist. Das ist eine Insel näher Deutschland. Aha. Okay, also bleiben wir beim Thema. So 21 Uhr Oliver Dawson. Ja. Wer noch? Der Turner. Der Turner. Und Jui, die Schöne. Und wer noch? Jui. Jui. Da war noch wer, ne? Paul Cohen. Edenmo. Oh, sorry. Paul Cohen und? Edenmo. Edenmo, okay, sehr schön. Dann haben wir Kai und Malik, ne? Ihr seid die zwei, die noch nicht versorgt seid, richtig? Ja. Jawohl. Okay, dann machen wir das erstmal hier. Ich habe euch die Bedingungen alle genannt. Kai und Malik bleiben nochmal hier. Wir suchen da euch einen Sondertermin raus. Der Rest weiß jetzt Bescheid, um wie viel Uhr er auftauchen soll. Einfach an der Leitstelle mit Namen melden. Also am Tresen in der Klinik quasi. Am Tresen in der Klinik weiß einfach mal melden. Namen. Ich bin hier um die Uhrzeit zur Einstellung. Kein Problem. So okay, machen wir es. Dann vielen Dank erstmal. Ja. Top. Dankeschön. Und noch einen schönen Abend. War eine Abend. Gute Runde. Also war echt nett. Feedback und so. Also habt ihr gut gemacht. Ja. Alle haben frei. Hat Spaß gemacht. Ja, okay. Dann wollen wir uns morgen noch. Ne? Also, dann bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ich wünsche euch was, ne? Ja. Schönen Abend noch. Genau. Ah, da steht der Wagen. Gehen wir noch kurz Essen kaufen und dann
kurz noch was zu essen kaufen. Abend, so. Hey! Ich grüße Sie. Why, thank you. Thank you. Thanks. Vielen Dank, Sir.
Da gerade was umstellen hier. Abend. Abend. Wird nicht durchgereicht, deswegen geht er nicht. Gut, dann kochen wir noch schnell was und dann gehen wir raus. Dann müssen wir den einfach auf Steuerung. Aber Nudeln mit Ketchup und dann essen wir noch schnell was und dann gehen wir ins Bett. Also auch im Real Life. Ich habe morgen Frühdienst. Okay, Freunde. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.